Ja, moin moin, servus und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Watch Dogs. Jetzt nach einer kurzen Zeit der Abstinenz sozusagen widmen wir uns jetzt hier endlich wieder Aiden und seinem Kumpel Bedbug, mit dem er zurzeit ja ziemlich auf, ja, Kriegsfuß steht, weil Bedbug natürlich das machen muss, was wir verlangen. Und das letzte Mal waren wir ja auf dieser Auktion, auf dieser illegalen, wo sie da mit diesen, ja, Frauen gehandelt haben, die gewisse Ansprüche an, ja, komisch veranlagte Herrchen haben sollen. Und ja, die sadistische Ader kommt dann natürlich raus bei vielen und da wurden halt Frauen versteigert und jetzt kommt anscheinend niemand mehr in die obersten Etagen, also nicht einmal mehr Bedbug, behauptet er zumindest, aber der muss natürlich, der muss irgendwie sehen, dass er da hinkommt. Wo müssen wir denn als nächstes eigentlich hin, ist die Frage, da muss ich mal kurz auf die Map schauen, hier unten, da haben wir die nächste Kampagne, da markieren wir uns mal den Weg und dann folgen wir mal der schönen Markierung auf der Straße und dann geht's auch schon direkt weiter mit Watch Dogs. Ich entschuldige mich auch nochmal für die lange Abstinenz, für die Pause jetzt, aber ihr wisst ja, dass ich derzeit an dem eigenen Browser-Game sitze und dass ich ziemlich viel Zeit darin investiere, das zu komplettieren irgendwann mal, weil das bedeutet natürlich auch sehr viel Arbeit, das ganze Ding, und dementsprechend komme ich dann eigentlich kaum noch zum Aufnehmen, deshalb immer ein bisschen weniger auf meinem Kanal, deswegen bin ich schon eigentlich mit einem Projekt ausgelastet, obwohl ich ja jetzt mittlerweile schon sogar das nächste Projekt angefangen habe, das One Piece Unlimited World Red, mal was anderes. Aber nichtsdestotrotz darf natürlich Watch Dogs dann auch nicht mehr nicht kommen. Also es darf nicht zu kurz kommen, dann muss ich jetzt wieder Verfolgen machen. Das Ganze natürlich auch mit Banish, da hatte ich ja gesagt, das will ich so weit durchziehen, bis wir mindestens 300 Einwohner haben. Danach würde ich das Let's Play mal abbrechen, weil das ist dann auch schon eine ganz stolze Summe, die man da erreicht hätte. Und danach würde ich zumindest mal Banished aufhören. Oh, wir sind jetzt schon da. Hä? Wo muss ich denn hin? Ach, da. Okay, dann stelle ich mir meine Karre hier einfach so am Rand ab. Und dann steige ich mal aus. So, wir müssen wahrscheinlich hier... Müssen wir hier dahinter da? Ach, hier geht's rein. Abgefangene Audiologs. Was haben wir denn hier? Was ist denn das für eine Underground-Szene-Schuppen hier? So, der hat anscheinend auch ein bisschen den Schatten. Ah, hier können wir wieder ein Trinkspiel machen. Aber Trinkspiel haben wir ja schon mal gemacht. Einkaufen können wir hier ein wenig. Was kriegen wir denn hier? Mal gucken, eine Bierflasche. Was brauche ich, eine Bierflasche? Kauf bitte, nehmen Sie sich nach Freischaltung der Fokusfähigkeit einen Moment Zeit und erfrischen Sie sich mit einem Getränk, das Ihre maximale Fokusdauer erhöht. Ach nö. Ich brauche kein Bier. So, einen Bug fernsteuern, den Bedbug wahrscheinlich. Nehmen wir mal die Mission an. So, jetzt haben wir hier im Müll die Kabel hinterlassen. Für einen Bedbug. Bedbug better come through. Putting a lot of faith in this kid. I don't know if he's up for the job. He's the cleanest way in right now. Let's hope I don't kill him. Ja, hoffen wir mal, dass es ihn nicht umbringt. Sonst haben wir es wahrscheinlich auch ziemlich verschissen.
Gehen Sie in Position und kontaktieren Sie Bedbug. Das heißt, wir müssen ziemlich weit Abstand nehmen, oder was? Hier geht's schon raus. Ah, Unicorn, the Unicorn Dragon Pub. Da müssen wir aber weit in Position vorgehen. Naja, dann machen wir es halt so, wenn es so sein muss. Oh, das ist ein Eiswagen, den könnte man sich bestimmt auch klauen, oder? Bestimmt. Wir nehmen uns jetzt aber einfach mal die Karre hier. Na, einsteigen. Und dann begeben wir uns da zu diesem Symbol auf der Karte, was uns gelb hinterlegt ist. Und das ist wohl die Position sein, von der wir aus Bedbug steuern müssen. Gotta get inside that building and stay very close to Bedbug's signal. We lose communication. That could be Moment mal, ich Idiot. Hab natürlich nicht beachtet, dass da Gangster sind. Und dass wir hier wieder. Oh Gott, raus müssen. So, ich versteck mich mal. Sie verlassen das Missionsgebiet, was? Hä? Moment. Hey, was? Einen Backfisch? Ich sollte doch hierher. Ich brauchte auch ein bisschen Zeit, um die platt zu machen. Meine Fresse. Wie soll das denn gehen? Gehen Sie in Position und kontaktieren Sie Bedbug. Ja, da hinten hin. Hä? Kann mir jemand sagen, was ich jetzt falsch gemacht habe oder machen muss? It's out of control. Ich muss doch dahin und Bedbug kontaktieren. 330 Meter erreichen, ja. So. Ich stelle mal meine Kiste einfach hier ab jetzt. So, ich muss wohl schnell in das gelbe Ding. Und darf wohl nicht das rote hin, oder was? Oder wie? Oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch? Eieieiei. Lassen Sie keine Zeugen am Leben. Ich versuch's nicht. Eieiei, nachladen. Eieieiei. Wow. Meine Fresse. Eieiei, die sind aber auch scharf hier. Mann, kommt der wieder? Na, komm raus, du. Na, kriegen wir den? So. Wieder einer weniger. Und der wäre auch erledigt. Ich muss nur noch der hochkommen. Na, komm. So. Kopfschuss. So muss das. Komm, du brauchst sie nicht verstecken. So, nachladen. Wow. Bam. Das hat geknallt. Ein lieber Herr Scholli Gesangsverein. Meine Fresse, schon wieder so ein Ding. Wow! Wow, ich bin auch noch dahin gerannt. Boah, alter Schwede. Alter Schwede. Ja, ja, jetzt explodiert die Granate bei dem. Haha. So, zack. Gehen Sie in Position und kontaktieren Sie Bedbug. Okay.
Jetzt muss ich dahin. Hier, nein. Hallo? Ach so, entriegeln. Okay, von hier aus. Yeah. Are you ready? Yeah. Where are you? Close enough. Go. My finger's still on the play button if I think you're stalling me. So, Bedbug lokalisiert. If I get caught. He trusts you. You made sure of that. What's on Iraq's floor? There's one room I racked on that nobody inside. You're going in today. Oh, no way. I can't. Listen. It's got some security door. You're covered. Just get your phone near it. You're going inside that room. I ain't no snitch. I don't talk to the cops. Good. I'm not a cop. So, jetzt müssen wir Bedbug fernsteuern. Just listen to what I say and move when I tell you. I'm gonna watch out for you. Oh, okay, okay. So, zum verschlossenen Serverraum müssen wir den führen. Was haben wir hier so alles? Hacken. Einmal Hex. So, der Schütze ist jetzt da. Jetzt ist er da. Mal in zu der Kamera und dann wieder zu der da oben. Von hier aus hatte ich doch die beste Sicht. So, der wandert immer bis dahin. Hm. Kann man nicht sagen, der soll den ausschalten? Ehefrau ist in der 32. Schwangerschaftswoche. Aha. Gucke mal einer an. Wer hätte denn das gedacht? So, Bedbug, warte auf mein Kommando. Gleich darfst du dich nämlich bewegen, wenn der da wieder da reingegangen ist. Dann bewegst du deinen dicken Hintern. Okay. We shouldn't be here, man. Okay, now. Yeah, yeah. Go, go. Go, 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 go. Go, go. Right. Stay low. Ain't worth it, man. So, komm dahin. Nein, Bedbug wurde entdeckt. Ein Bug fernsteuern ist schon fehlgeschlagen. Scheiße, Mann. Hey, da müssen wir uns ja schnell mit der Kamera durchbewegen. Wir müssen uns dahinter verstecken. Wir müssen an dem vorbeikommen. Und ich glaube, das, wo wir uns jetzt gerade verstecken wollten, war schon die richtige Position eigentlich. Okay. Move it. Yeah. So, move it, move it, move it. Und jetzt move dahin. Move dahin. Bleib bedeckt, Bedbug. So, sehr schön. Naja, jetzt hast du es ja bisher schon geschafft. Jesus. You're still a kid. Grandma says I was always big for my age. So, naja, jetzt hast du es geschafft bis hierher schon mal. An einer Wache sind wir vorbei. Jetzt lunsen wir mal in das Zimmer hier, Bedbug, wo wir dich hier verstecken können. So, beweg dich mal dahin. Weil die Wache dahinter ist ja nicht unser Problem, sondern eher die da. Ich guck mal, ob ich dich hier irgendwie vorbeibringen kann. Und zwar, wenn der da hinten ist, könntest du hier vorbei gerannt kommen und dich hier verstecken. Jetzt. So, gut gemacht, Bedbug. Gut gemacht. Ich wollte eigentlich nicht die Kamera, ich wollte die da. Da ist ja noch eine. So, und da ist anlocken. Naja, wozu sollte ich den anlocken? Ach, da ist ja noch einer. Hacken, was haben wir da?
Joseph DiMarco, die Gelegenheit. Zeit für eine Entscheidung, Joe. Besorg mir das Video und du bist mein wichtigster Mann. Jemand hat es gut versteckt. Finde es, dann kann ich Queen in seine... Was? Und ich will nicht komplett lesen, leider. So, Bad Bug, ich tu mal. Da müssen die Kamera hacken. Du wirst dich gleich hier verstecken. Wenn wir den angelockt haben. Jetzt schnell, Bad Bug.